euch und willkommen hier zu einem weiteren Champions League Orakel auf meinem Kanal. Vorhin schon angekündigt im Orakel Manchester United gegen Villarreal, dass es jetzt noch die Partie Juventus Turin gegen Chelsea geben wird. Drei Päckchen sind mal wieder immer am Start und ich bin gespannt. Ich hoffe, ich drücke den blau-weißen hier und in diesem Fall nicht Hertha, sondern Chelsea die Däumchen. Ich sag, Chelsea gewinnt mit 1:2. Das ist mein Tipp, euren Tipp. Ne? Ihr wisst, wo ihr hinkommt. In den Kommentaren, Leute. In den Kommentaren kommentiert mal mit euren Tipp, wie diese Partie ausgehen wird. Ich gehe rein. Let's go. Erste Halbzeit startet Juventus Turin gegen Chelsea. Und da starten wir direkt mit einem Manchester United-Spieler. Und das ist Edinson Cavani, Man of the Match. Gefolgt von Gerard Piqué, Crystal. Van Dijk als Defensive Warrior. Tanguy Ndombele. Den FIFA-Kommentar immer. Immer wenn der am Ball ist, Tanguy Ndombele. Ja, aber keine Tore hier. Jetzt kommt ein Tor. Ich drehe es einmal so um und hole diese Karte nach vorne. Ben Chilwell mit dem 0:1. Chelsea geht in Führung. Der Außenverteidiger hat sich auf der linken Seite mit nach vorne gepusht und dann zum Abschluss und bam ist er irgendwie reingekullert. 0:1 Ben Chilwell. Leroy Sané und da ist der Ausgleichstreffer durch Dejan Kulusevski. Dejan Kulusevski mit dem 1:2. Hier geht's direkt von Minute 1 richtig Rambazamba los. Rambazamba und 1:1 ist auch gleichzeitig der Halbzeitstand zwischen Juve und Chelsea. Aber wir haben noch zwei Päckchen am Start. Zweite Halbzeit. Gehen wir rein. Abfahrt. Wir gehen rein mit einer Club 100 Karte und genau die brauchen wir hier. Genau die brauchen wir. Mason Mount, Chelsea, Doppelschlag, 1:3. Und eine kleine, aber feine Vorentscheidung, würde ich sagen. Eine kleine, aber feine Vorentscheidung. Es sei denn, es kommt jetzt hier jemand von Juventus Turin und dann... Ja, also normalerweise müsste jetzt schon eine Powerkarte kommen noch. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, was am Start ist. Schauen wir mal, was am Start ist. Ilkay Gündogan, Jimenez und Lodi, Ivan Rakitic, Phil Foden, Atalanta-Logo, Veretout, Barrero, Adam, Morey, Real Madrid-Logo, Ogbonna und Ayoz Perez von Leicester. Und somit steht es nach 90 Minuten 1:3 für Chelsea. Mein Tipp war 1:2 und euer Tipp? Kommentiert ihn gern in den Kommentaren. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich freue mich auf ein geiles Champions League Spiel. Ich freue mich auf einen geilen Champions League Abend. Und dann bin ich jetzt raus. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.